Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei Uncharted. Und wir haben in der letzten Folge diese Höhle entdeckt, da unten Averys Schiff. Ja, außerdem sind wir auf der Suche nach unserem Bruder, der nicht klein bei und nicht locker lassen konnte. Oh, 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 oh. Das war viel zu knapp. Ja, da sagst du was. Ja, mal schauen, was wir finden. Ob wir neben unserem Bruder auch den Schatz noch finden. Das ist wohl mein Weg runter. Oh Gott, na gut. Ach du Scheiße. Ach du großer Gott, ihr habt doch echt die Nerven zu kurz. Okay. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Ach, ging doch gut. Ging doch gut. Und das Wasser hier sieht ja auch unglaublich toll aus. So. Wo geht's jetzt für uns weiter? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Müssen wir tauchen? Nee, wir müssen doch da bestimmt durch. Kommen wir da hinten durch? Können wir hier hoch? Das sieht so schräg aus. Nee, das geht. Ach, okay. Ich dachte, das ist so eine Schräge. Oh, da liegt noch was. Wir finden wirklich noch einen Schatz. Haben wir nahe gefunden. Und wir haben schon wieder was übersehen nach der Steinvase. Das gibt's ja gar nicht. Ein Kästchen. Okay. Mann, 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 hab ich viele Schätze übersehen. Das gibt's ja gar nicht. Okay. So, wo kommen wir jetzt bitte weiter? Kann man hier unten... Da kann man durch. Alles klar. Hier müssten wir doch jetzt irgendwo zu Averys Schiff kommen, oder? Okay. Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben.
Braves Mädchen. Nach dir. Müssen wahrscheinlich tauchen. Okay. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier müssen wir raus, schätze ich. Mal sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. Okay, okay. Das Ende eines Nein! Des Diebes. Müssen wir da jetzt wirklich hinschwimmen? Na gut. Also sind ja recht flott. Ui. Scheiße. Okay, da haben wir einen Weg. Schiff. Wie nice. Okay, das ist nicht so nice. Aber wir sind endlich in Averys Schiff. Sehr schön. Geil, das hier aussieht. Wow. Wo müssen wir lang? Hallo? Kann man hier hoch? Nee. Müssen wir hier runter? Wahrscheinlich. Ui, schaut euch mal um. Wow. Was für ein Anblick. Da ist der Schatz. Wie krass. Wie viel Zeug. Was ist das wert? Was der alles gehortet hat. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Hm. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf!
Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für Sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Hilfe? Strafe, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Aua. Shit. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Rafe, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Oh, shit. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, mit der Spitze zustechen, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Super. Hat gut geklappt. Ja, doch. Du machst es zu lang. Komm, komm, komm. Komm schon, Nate. Oh, noch so schnell. Oh, komm, komm. Okay, sollen sie hier echt konzentrieren hier? Ach, shit. Ah, verdammt. Okay. Los, los. Halt. Oh, guck mal. Und was? Ah, verdammt. Ausweichen. Parieren. Los doch. Ah, ich bin zu langsam. Komm, Das stimmt nicht mit dir. Wirklich. Ah.
Okay, krass. Komm, komm, komm. Los. Verdammt. Das könnte etwas wehtun. Komm schon, Legende. Ach, verdammt. Komm schon, Nate. Na los. Verdammt, verdammt. Nein, nein. Los, erhol dich. Ja! Verdammt. Guck jetzt aber. Okay, komm, 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 komm. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut. Nathan Drake. Nathan! Was? Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist gut! Oh, verdammt. Ich will nichts geschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert. Alles! Bis auf verdammt. Das! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Holy Scheiße. Hey, komm, schaff mir dich hier raus. Hey! Ich versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Zwecklos! Verdammt! Hör mir zu! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, sag nein! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Brüderchen! Okay? Alles ist gut! Es muss einen Weg geben! Du musst hier weg! Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Nathan, ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist denn? Das ist es. Was machst du? Vertrau mir. Halt den Kopf und... Absolut verrückt, Mann, sagt der Richtige. Das ist unser Ausgang, Nathan. Na los! Weiter! Nur noch ein bisschen. Bin bei dir. Sam, nicht anhalten! Nicht anhalten!
Nate! Nate! Hey! Komm. Bist du okay? Hey! Hey, Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht.
Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey! Morgen, Jungs! Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie.
Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da legst du ja sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Ach nein, wirklich? Oh Gott. Ich werde so wieder verkacken. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich bin ein bisschen ruhiger. Oh, war das ein schönes Ende? Oh nein. Ich kann nicht stehen bleiben. Und wir zocken jetzt um den Papierkram. Sehe ich das richtig? Puh. Nein. Okay, letzte Leben. Es wäre ja irgendwie schön, den Level mal zu beenden, aber ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran. Okay, 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 jetzt aber los, los, los. Okay. Gesprungen. Hm.